Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. Ja, wir werden jetzt mal versuchen, wir hier tun sollen. Bodenplatten, ja. Warum ist er nicht weggegangen? Warum ist er nicht weggegangen? Vollidiot. Auf dem Zettel ist ein halb ich Chef auf der Dr außerdem ist links. Oh, da geht die Tür auf. Mit dem Schwein habe ich jetzt nichts zu bereden. Da muss ich. Angelina? Was ist? Einer muss sich da ja wohl mal hinstellen. Was willst du überhaupt von mir? Hast du es immer noch nicht kapiert? Was für einen dummen Bruder ich doch habe. Mach das Gitter auf. Du musst nur alle Steinplatten reindrücken. Alleine? Wie soll ich das denn machen? Dir wird schon was einfallen. Du musst dich auf eine der Steinplatten stellen. Damit ich ein Messer in die Rippen kriege? Ich verzichte. Die Steinplatten haben mit dem Gitter zu tun. Wenn du dich nicht draufstellst, kann ich das Gitter nicht öffnen. Dann soll sie sich draufstellen. Wo soll sie hin? Auf das erstmal. Mom, kannst du dich bitte auf diese Bodenplatte da stellen? Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen öfter speichern, falls mir ein Fehler passiert. Firma dankt. Jetzt muss ich hier rein. Oh, was haben wir denn hier? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Mechanik? Hier ist eine Art Mechanik angebracht. Jede Menge Symbole. Was auch sonst. Steintafeln. Lass mal gucken. Das sind bestimmt Hinweise. Hier steht Folgendes. In der Luft, da fliegt's. Auf der Erde liegt's. Auf dem Baume sitzt's. In der Hand, da schwitzt's. Auf dem Ofen zerläuft's. Und im Wasser ersäuft's. Eine Schneeflocke. Das ist ja wohl sehr einfach. Hier steht ein Reim auf der Tafel. Ich habe Flügel, rate Kind, doch flieg ich nur im Kreise. Und singen tue ich, wenn der Wind mir vorpfeift, laut und leise. Was ihr den Feldern abgewinnt, kau ich auf meine Weise. Windmühle. Doch was mir durch die Kehle rinnt, das mundet euch als Speise. Windmühle. Auf dieser Tafel steht, ich mache hart, ich mache weich, ich mache arm, ich mache reich. Man liebt mich, doch nicht allzu nah. Zu nah wird alles aufgezehrt, doch stirbt der, der mich ganz entbehrt. Feuer. Hier steht, es trägt ein Kleid aus Grün und Weiß. Es schaut hervor aus Schnee und Eis. Lässt der Wind das Glöckchen schwingen, wird bald der erste Vogel singen. Ein Schneeglöckchen. Also diesmal ist es recht einfach. Oh, Statue. Eine abscheuliche Figur. Irgendein Dämon oder vielleicht ein Fabelwesen. Ein Gargoyle vielleicht? Die Leute im Mittelalter waren sehr abergläubisch. Für sie war die Natur voller Geister, Dämonen und Wunder. Anders konnten sie sich nicht erklären, was um sie herum geschah. Nach der ganzen Scheiße würde ich ja auch alles glauben, ne? Hier ist Wasser. Das Licht reicht nur wenige Meter hinab. Es könnte 10 oder 100 Meter tief sein. Da werde ich nirgends hintauchen können. Die Wandmalerei sieht uralt aus. Die Farben verblassen langsam. Vermutlich tut ihnen die Feuchtigkeit nicht gut. Na, lass mal gucken. Was haben wir denn da jetzt? Wahrscheinlich ist das ja jetzt irgendwas mit diesen. Also ein Schneeglöckchen, Feuer, Windmühle. Schneeglöckchen, Feuer, Windmühle. Schneeflocke, genau.
Schneeglöckchen. Ach so, okay. So, dann haben wir... Schneeglöckchen. Schnee. Und hier haben wir dann die Windmühle. Das ist es. Und jetzt haben wir Stäbe gekriegt. Aber nur 3 Stück. Einen für den Sommer, einen für den Frühling. Also einen für den Frühling meine ich, einen für den Sommer. Das ist leer. Dieses Fach ist leer. Hat einer die Scheiße nicht zurückgeräumt. Und einen für Winter. Toll. Müssen wir da drin auch noch improvisieren. Aber wir haben alles. Wir müssen ja wohl nichts mehr machen. So. Was kann man denn mit den Stäben machen? Das ist jetzt die Frage. Da ist ein Messer. Ein Messer hat sich beim Aufprall der Falle gelöst. Ich nehme es mit. Sehr, sehr interessant. Okay, ich speichere mal eben ab. Sicher ist sicher, ne? So, ja, deswegen. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Okay, so, die habe ich jetzt durch. Da springt er dann jetzt sofort zurück, nein, ne? Nein, danke. Ich verzichte. Okay, er verzichtet. Dann gucken wir mal da. Mhm. Ist ja nicht schlimm. Ich muss ja ausprobieren. Aha. Hier sollte sich jetzt mal bitte jemand hinstellen. Angelina? Was ist? Kann Catherine sich auf die Platte da rechts stellen? Stell dich ja nicht auf die falsche Mutter. Was ist das denn? Ach, jetzt sehen wir hier von oben die Fallen. Ah, okay, da sind Blöcke nochmal. Okay, 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 okay. Erstmal kurz angucken hier. Warum sind Menschen so kreativ, wenn es um Waffen, Krieg und Kampf geht? Wer so etwas bauen konnte, der hätte auch viel Gutes ersinnen können. No. Ein riesiger Steinblock. Der dürfte mindestens 1 Tonne wiegen. Das Gewicht hält mit Sicherheit das große Gitter unten geschlossen. Ein riesiger, das Gewicht hält mit sich. Seil, es ist alles mit Seilen verbunden. Zahnrad? Kaum zu fassen. Die Maschinen und Apparaturen sehen ziemlich kompliziert aus. Und sie sind aus Metall gefertigt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Menschen vor Jahrhunderten dazu in der Lage waren. Ein Genie muss das alles geplant haben. Seil, Seil, Seil. Ach so, das sind die Seile, ja. Ich sehe.
Symbole? Okay, lass uns erstmal die Beschreibung ansehen, weil ich glaube, was anderes haben wir sonst nämlich nicht mehr. Nö. Lass uns mal die Beschreibung ansehen. Eine große Tafel mit Balken und Knöpfen. Sieht kompliziert aus. Besser nicht jetzt. Gut, dann gucken wir uns erst die Symbole an. An jedem Seil sind diese Symbole an die Wand gemalt. Ich schätze, sie geben irgendeinen Hinweis. An jedem Seil sind diese... Keine Ahnung, wofür diese Zahnräder gut sind. Wahrscheinlich sind sie mit den Fallen und den Seilen verbunden. Keine Ahnung, wofür diese... Ja, pö. Block müssen wir zerschneiden, ne? Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Ich kann nicht erkennen, wo es hinführt. Ein Seil, das wohl mit der... Okay, kann ich das nicht zerschneiden? Ein Seil, das wohl mit der... Ich kann hier jetzt... Was soll ich tun? Besser nicht jetzt. Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht, was du von mir möchtest. Keine Ahnung, wofür diese Zahl... Okay, dann kann ich sie an den Rädchen in der Mitte des Raumes einstellen, was das wohl bewirkt. Ja, aber kennen wir ja vielleicht... Auf dem Zettel ist ein... Ich schätze, auf der dritten... Außerdem ist links außen eine Blume, links... Auf dem Zettel ist ein Halbkreis abgebildet, der aus 8 unterschiedlichen Symbolen besteht. Ich schätze, dass das eine Art Gebrauchsanweisung für die Bodenplatten ist. Auf der dritten Platte von links ist ein Messer oder sowas abgebildet. Außerdem ist links außen eine Blume, links Mitte eine Sonne, rechts Mitte Wasser und rechts außen eine Schneeflocke. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Angelina? Was ist? Das wäre ja dumm. Warum geht er denn da nicht weg, Mensch? Ein riesiger Sch... Das Gewicht... Das Gewicht hält mit sich... Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Ich kann nicht erkennen, wohin es führt. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik... An jedem Seil sind diese Symbole an die Wand gemalt. Ich schätze, sie geben irgendeinen Hinweis. Ich komme aber nicht auf den Hinweis, wenn ich ehrlich bin.
weiß nicht, was ich machen soll. Es gibt jeden Tag die ja. Ich. Auf jeden Ding ist ein Symbol. Logisch. Aber die Symbole haben ja damit nichts zu tun. Und er möchte ja auch partout nicht anfangen, irgendwie was zu benutzen oder so. Keine Ahnung, wofür. Warte mal. Nee. Mit dem Schwein habe ich jetzt nichts. Angelina? Was ist? Mom? Ja, Adrian. Ja, aber was bringt mir das, wenn sie jetzt da jetzt wieder so hin und her rennt? Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ich sie jetzt wieder darüber schicke. Stellst du dich bitte auf diese Bodenplatte da? Wenn du es sagst. Dann geht da jetzt wieder alles zu und da geht's jetzt wieder auf. Was habe ich jetzt? Da habe ich jetzt nichts bei gewonnen. Vielleicht beide da drauf? Und nun? Ach so, er geht da nur kurz drauf, ne? Ne, er bleibt. Er geht drauf, bis das hochgefahren ist und geht dann wieder runter. Ich finde die Motive ungewöhnlich. Im Mittelalter hat man entweder kirchliche Motive gemalt oder Szenen aus dem täglichen Leben. Das hier sind einfach nur Bäume. Ja gut, das ist ja vollkommen egal. Die Bäume sind ja an sich so in Ordnung. Hier steht Folgendes. In der Luft, da fliegt's. Auf der Erde liegt's. Auf dem Baume sitzt's. In der Hand, da schwitzt's. Auf dem Ofen zerläuft's. Und im Wasser ersäuft's. Das bringt auch nichts. Ich muss mal... Warum hat die denn hier so eine Kerbe und die hier nicht? Und die hier nicht? Ja, gut, klar. Logisch. Warte mal. Probier mal was. Passt irgendwie nicht richtig.
passt irgendwie nicht richtig. Okay. Haben unterschiedliche Farben. Das habe ich ja schon gesehen. Die hier ist zum Beispiel rot. Die sind so golden. Die ist grün. Und die ist hier blau. Ich versuche jetzt einfach mal hier mal das blaue Ding reinzustellen. Weil hier ist ja auch so eine Einkerbung. Sieht auf jeden Fall richtig aus. Ich glaube, ich habe die Steinplatte deaktiviert. Zumindest ist sie eingerastet. Okay, grün ist dann da hinten. Dann haben wir noch gelb. Welche davon ist denn ganz gelb? Scheint so, als wäre die Steinplatte eingerastet. Ich schätze mal die hier. Die Steinplatte ist eingerastet, aber nichts weiter passiert. Okay, pass auf. Mom? Ja, Adrian. Stell dich mal wieder dahin. Würdest du dich bitte auf die Bodenplatte dort stellen? Ist sie denn sicher? Ja, vertrau mir. Also gut. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik. Hebel, Balken, Knöpfe. Mit den kleinen Hebeln kann ich wohl einstellen, ob ich das Symbol links oder rechts einstellen möchte. Die Balken sind frei beweglich. Und mit dem großen Knopf scheine ich die Lösung eingeben zu können. Okay. Was? Oh mein Gott. Ach so, jetzt kann ich das schon lösen. Lass mich mal überlegen. Das ist diese Zeichen. Das sind die Zeichen, die auf den Bodenplatten sind. Ich weiß nicht, ich möchte das nochmal probieren. Das hat doch Symbole. Das heißt, ich fange jetzt. Achso, da. Ich fange jetzt hier an. Und dann gehe ich so und dann so. Jetzt haben wir da gelb, orange, gelb-rot. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammen. Gelb, orange, gelb-rot. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß wirklich nicht, wie man das machen soll. Ich check's gerade nicht.
Ich kann ja auch drehen, was ich... Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn ich mir die Seile mal angucke. So. Ich guck mal die Symbole an. Hier sind die gleichen Symbole wie an der großen Tafel neben der Treppe. Ich bin ganz sicher, dass sie miteinander zusammenhängen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich weiß jetzt, das Problem ist, ich kann von allen die fünf Stellen sehen, ne? Hier, 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 hier und hier. Aber nicht von diesem Seil hier und auch nicht von diesem Seil. Und deswegen gucke ich mir jetzt einfach, ein Seil, das wohl mit dem, dass ich das jetzt, das kriege. Ich hätte hier, hätte ich gelb. Orange. Gelb. Und rot. Ich habe es übersehen. Klar, das ist ein falsches Zeichen hier. Hat sich gerade an. Ich dachte erst, da hätte sich was bewegt. Okay, das war's auch nicht. Das ist hier so ein Strich runter. Das ist auch so ein Strich. Das ist eine. Ich mach's jetzt einfach mal für mich. Das hier ist ein Zwilling. Das ist hier irgendwie ein ganz komisches. Kreis. Das ist ein S, ein 1. Zwilling, gelb. Ah,
Aha. Ein Messer wird angezeigt. An diesem Seil hängt eine Messerfalle. Da bin ich mir ganz sicher. An diesem Seil hängt eine... Ja, und nun? Jetzt hab ich ja das herausgefunden, dass da eine Messerfalle hängt. Was kann ich jetzt mit dieser Dingens tun? Keine Ahnung, wofür diese Zahnräder... Ich denke, ich muss sie alle machen. Ich denke, es bleibt gar keine Zeit, damit ich weiß, wer... welche was ist. Zwilling, 1, Land, Brücke... Oh, wisst ihr was? Hier. Sorry, Leute, aber... Okay. Ich denke, ich weiß jetzt, welches Seil ich durchschneiden muss, um die richtige Falle auszulösen. Der Steinblock sollte dann die Platte belasten. Hoffentlich irre ich mich nicht. Die Messerfalle müssen wir doch auf jeden Fall durchschneiden, oder nicht? An diesem Seil hängt eine Messerfalle. Durchschneiden und die Falle rasselt zu Boden. Ein Steinblock wäre am besten, aber welches Seil schneide ich durch, ohne damit meine Mutter umzubringen? Ah, okay. Ja, klar. Ah! Oh mein Gott! Das zeigt auf jeden Fall rot an. Jetzt schnell. Hoffentlich ist es das richtige Seil. Was sollte das? Das war... Nochmal so ein Schnitzer. Und unsere Mutter liegt neben dem Steinblock, ist das klar? Ja, schon gut. Kommt nicht wieder vor. Davon gehe ich aus. Okay. Damit sind 4 Steinplatten deaktiviert und auf einer steht Catherine. Das ist meine Chance. Ich muss Angelina überreden, dass sie und Louis sich auf die falschen Platten stellen. Hoffentlich geht mein Plan auf. Mit dem Schwein habe ich jetzt... Angelina? Was ist? Jetzt gibt es wirklich keinen anderen Weg mehr. Wir müssen uns auf die verbleibenden Steinplatten stellen, wenn sich das Gitter öffnen soll. In Ordnung. Irgendwelche Tricks. Und? Schon klar. Ich glaube, ich habe alle Fallen entschärft. Vanetta. Mom, du bleibst da stehen. Louis steht da drüben. Ich glaube, wir sollten die Plätze lieber tauschen. Du hast doch nichts dagegen. Nö, ist ja eine Messerfalle. Was du willst. Kannst dich gar nicht draufstellen. Schlau gemacht. Und so skrupellos. Du bist die Nächste. Das Gewicht liegt auf der Platte. Worauf wartest du? Macht es dir nichts aus, dass Louis gestorben ist?
Er hätte diese Ruinen sowieso nicht lebend verlassen. Geschickt. Ja, da geht eine Tür auf. Das hat sie ja mitgekriegt. Mach weiter. Was soll ich denn machen? Halterung Dämonentor. Toll. Eine Art Halterung. Aber was kommt dort rein? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Ein Schädel? Na, ich habe keine Ahnung, was da reinkommt. Sie ist vollkommen was? Nicht. Das muss das Tor zu Mordreds Gefängnis sein. Dort ist mein Vater endgültig verrückt geworden. Das muss das Tor zu Hab ich mich erschrocken? Sie dumm? Ach, die Kugel. Ja, aus dem Museum. Ja, natürlich. Das gibt's doch nicht. Endlich. Los, geh vor! Ja, den Raum kennen wir noch. Wir kamen die ja mal von der anderen Seite. Wir kamen ja irgendwie mal von... Ost. Du bist also gekommen. Ja, Meister. Was? War das Mordred? Lauf! Fuck! Jetzt raus hier! Sollten wir die nicht zerstören? Die Kugel vielleicht rausnehmen? Dann bleibt sie da drinnen gefangen. Da war was! Der Orden! Das muss der Orden sein! Haltet ihn auf! Er darf ihn nicht beschwören! Ganz ruhig, Leute! Ich... Verflucht! Ich bin auf eurer Seite! Ich... Verdammte Idioten! Sie wollen wohl auf Nummer sicher gehen. Angelina ist nicht hier und sie ist auch nicht an mir vorbeigekommen. Entweder sie ist noch im Beschwörungsraum oder sie ist einen anderen Weg gegangen. Ja, ich würde mal sagen, wir haben keine andere Wahl, ne? Fuck! Die Seitentüren haben sich geschlossen, als das große Tor aufging. Will er sich da verstecken? Da unten ist ein verdammt tiefer Abgrund. Hinter mir der Orden, der mich lieber tötet, als nachzudenken? Er ist da lang. Es geht nicht anders. Ich muss mich Angelina stellen. Könnte eine Falle sein. Aber vielleicht ist es auch meine einzige Chance, Mom zu retten. Ich dachte gerade, sind beide weg. Nein. Komm, ich bring dich hier raus. Nein. Verstehst du nicht, Adrian? Es geht nicht um mich. Es geht auch nicht um dich allein. Dein Vater hat viel Leid über die Menschen gebracht. Und ich möchte nicht, dass auch du dich schuldig machst. Das habe ich nicht vor. Das ist nicht deine Entscheidung. Hier geht es um Mächte, die sind größer als ein einzelner Mensch. Ganz recht. Es geht um unendliche Macht, um göttliche Macht. Eine Macht, die schon zu lange geschlafen hat. Zum Altar! Du kannst mich mal. Ich wiederhole mich nicht gern. Geh zum Altar und lies aus dem Buch vor! Ich wiederhole mich auch nicht gerne. Du... Die nächste Kugel trifft deine Kniescheibe. Dann kann ich aber nicht Ohne gehen. Ohne mich kommst du hier nicht weiter. Du kannst mich nicht töten, du brauchst mich. Sie brauche ich nicht. Und worauf kannst du verzichten? Ein Auge? Eine Hand?
Es gibt keinen Fluch. Es ist eine Geisteskrankheit. Sie wird von Generation zu Generation vererbt und führt zu Wahnvorstellungen. Wahnvorstellungen? Und wie nennst du das hier? Lesen! Komische Inhalte. Sodokare, Busadire. Im Koraxo, Zodere. Matorebe, Matorebi. Vax, da Sobra, Vei. Maliore, Vax, da Sobra. Malio im Ibote. Amena, Vei, Busadire. Amena, Vax, Zodokare. Ja! Ja! Sie ist gerade gekommen. So hört sich das auf jeden Fall an. Und nun? Angelina, das ist doch Irrsinn. Selbst wenn es einen Fluch gäbe, dann betreffe es nur die männlichen Gordons. Nein, nein, auch mich. Ich kann sie hören, die Stimme. Sie flüstert zu mir immer schon, seit du weg warst. Angelina, bitte! Tut mir leid, Bruderherz. Ich brauche dein Blut. Und keine Konkurrenz. Oh mein Gott. Nein, nein, Darren. Nicht. Scheiße. Oh, meine Lieben, das war Black Mirror 2. Unser lieber Darren, oder unser lieber Adrian, hat gerade Mordred beschworen. Die Mutter, Catherine, hat sich dazu entschlossen, sich zu opfern, um Angelina und sich in den Grund gestürzt. Der Orden ist hinter uns her und will uns jetzt wahrscheinlich töten. Black Mirror ist abgefackelt. Diese ganze Geschichte ist sowieso so klar. Ich meine, ich hatte ja gesagt, dass das ein uneheliches Kind hatte ich jetzt vielleicht Unrecht. Ich hatte ja nicht damit gerechnet, dass Catherine überlebt hatte. Aber dass Angelina unsere Schwester ist, damit habe ich ja nun mal gar nicht gerechnet. Das war echt ein Schocker. Gut, dass die beiden nicht ins Bett gestiegen sind. Angelina, hätte ich alles zugetraut. Also, ja. Ich denke mal auch, dass der Fluch sie halt irgendwie sich auf sie ausgewirkt hat, weil sie beiden halt Zwillinge waren. Das kann ich mir nur vorstellen. Und ich finde diese ganze Geschichte auch ein bisschen krass, dass sie da dem Samuel nicht erzählt haben, dass Catherine überlebt hat. Ich meine, sie hätten... Selbst mit schwanger und selbst wenn sie Angst vor ihm hatte und nicht mit ihm zusammen sein wollte, sie hätten das anders regeln können. Sie hätten ihm nicht so was vorlügen müssen, denn er hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit auch die Schuld dafür gegeben und konnte wahrscheinlich nicht richtig leben, so wie er wollte. Vorhin hatte ich ja schon erwähnt, Black Mirror 4 kommt oder ist schon draußen, wenn das Let's Play auf meinem Kanal hier läuft. Wird natürlich auch Let's Played, aber als allererstes folgt natürlich jetzt hier nach Black Mirror 3. In Black Mirror 4 ist es zwar der vierte Teil von Black Mirror, aber es wird nichts mehr mit dieser Story hier zu tun haben. Diese Story wird mit dem dritten Teil abgeschlossen sein oder abgeschlossen werden. Und Black Mirror 4 hat halt eine ganz andere Story. Und mal gucken, ich bin schon sehr gespannt drauf. Im Großen und Ganzen habe ich nichts weiter zu sagen. Ich freue mich natürlich, den dritten Teil spielen zu können, denn wie wir sehen, haben wir ja einen Cliffhanger und ich möchte sehen, wie es weitergeht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.